Moin Moin vom Ralf aus Oldenburg. Ja, eigentlich bin ich hier mit meinem T-Shirt viel zu kalt angezogen und regnerisch ist es auch noch heute am Freitag. Und der Himmel ist grau in grau. Das geht schon seit Tagen so. Ja, der Krieg ist noch nicht zu Ende. Das ist kein natürliches Grau, wahrscheinlich nicht, sondern ein Geoengineering-Grau. Ja? Und da ist es in letzter Zeit ganz besonders heftig wieder mit der Sprüherei. Und der Astrowolf südlich von Wien in Österreich berichtet auch darüber, hat auch einen eigenen Telegram-Kanal dazu gegründet, auf dem viel gepostet wird. Ja, dann zeige ich noch ein paar Bilder aus Cloppenburg. In Cloppenburg ist ja ein Beispiel davon, wie Bäume gefällt werden im ökosozialistischen grünen Deutschland. Als gäbe es kein Morgen. Finde ich schon erschreckend alles. Ja, hier aus Oldenburg mal ein Nachtrag zu den Baumfällungen, die ich hier so überall im Nordwesten sehe. Und da schreibt dann ein Freund, lieber Ralf, ja, es ist eine aktuelle Seuche. Überall werden Bäume in Massen gefällt, wo ich auch bin, wo ich auch hingucke. Gefällte Bäume. Heute Morgen wieder beim Joggen am Osternburger Kanal, aber auch hier mitten in Osternburg, als wäre gar nichts zur Bedeutung von Bäumen bekannt. Letzte Woche sind schräg gegenüber auf einem Grundstück mindestens 10 gesunde Bäume von privat gefällt worden, darunter auch eine seltene Glaskirsche. Dummheit und Ignoranz an so vielen Stellen. Ich bin überzeugt, dass oft die Motorsäge an einem öffentlichen Baum gehalten wird, weil die Sägehainis das Holz mit nach Hause nehmen können. Da ist der Bock zum Gärtner geworden. In der Stadt Bremen sind im vergangenen Jahr 2023 mehr als 2000 öffentliche Bäume gefällt worden, die nicht wieder ersetzt wurden, und im Land Bremen, also Bremen plus Bremerhaven, sind es gar mehr als 4000. 4000, für die es keine Ersatzpflanzungen gibt. Die Umweltdezernentin hat kein Geld dafür. Es müsse in andere wichtige Projekte investiert werden. Es ist zum Schreien. Ich habe schon diesbezüglich so einige Schlachten mit Oldenburger Behördenignoranten, aber auch mit Privatleuten geschlagen. Alle ganz und gar vergeblich. Ja, ich finde das auch sehr traurig. Mir geht das manchmal auch emotional nah, wenn ich so diese gefällten Bäume sehe. Natürlich gehen wir alle nicht unschuldig durchs Leben, und da, wo heute Straßen sind, da werden irgendwann auch mal Bäume gestanden haben. Dennoch finde ich es schon sehr erschreckend, das Ausmaß, in dem hier Bäume gefällt werden. Jetzt ist die Kahlschlagsaison aber erstmal wieder beendet. Das wird nur im Winter gemacht, denn im Sommer macht das sehr viel mehr Arbeit, die Bäume zu fällen. Das ist ja das lästige Grün daran. Das ist die eine Geschichte. Und zum anderen würde das wahrscheinlich auch den Ignoranten auffallen, und auch denen würde das dann leid tun. Emotional gesehen ist so ein kahler Baum im Winter natürlich da ja nicht ganz so entscheidend. Bleibt die Hoffnung auf esoterische Hoffnungen, sage ich mal so, ne? War kein guter Satz, aber egal.
Denn die Esoteriker sind ja voll der Hoffnung und das Gute hätte schon gewonnen und das müsse sich jetzt nur noch eben so richtig auswirken hier bei uns in den niederen Dimensionen. Naja, setzen wir mal drauf und setzen wir auf die Sonnenfinsternis in Amerika jetzt in wenigen Tagen am 8. April 2024. Obwohl es auch dazu natürlich jede Menge Untergangsprognosen gibt, so aus biblischer Sicht, aber auch aus astrologischer Sicht. Wir werden sehen. Das war's für heute. Viele Grüße vom Ralf.